Hallo Freunde des Videos, willkommen auf meinem Kanal. Wir sind hier im nördlichen Sachsen in Boxberg am Bärwalder See. Pilze im Überfluss. Maronen, Steinpilze, Perl-, Birken- und Kuhpilze, Schmerling, Butterpilze, Pfifferlinge und violetter Täubling und so weiter und so fort. Aber diesen hier haben wir nur bewundert. Am Sonntag, den 9. Oktober, war herrliches Wetter, sodass wir uns entschlossen haben, die nähere Umgebung zu erkunden. So haben wir dann die Kameras eingepackt und ab ging's. So, wir schauen uns jetzt hier die Landbaukunst an, nämlich das Lausitzer Ohr. Hier sieht man schon das Amphitheater. Wir gehen hier den sogenannten Kammweg und da haben wir unseren Hobbyfilmer mit seiner neuen Kamera. So, hier ist doch nochmal ein schöner Blick. Ins Amphitheater. Da hinten ist die Tourismusinformation und der Campingplatz. Hier rechter Hand ist der See. Und hier ist die höchste Erhebung vom Ohr, der Wald und das Kraftwerk. Wir steigen jetzt hier zum höchsten Punkt des Ohres hinauf. Ja, ist schon ganz schön steil. Jetzt sieht man, warum hier so viele Wolken sind. Jetzt wird Broni heiß gemacht und die wird jetzt das Ohr abfliegen.
Wie geht's dir? Mir geht's gut, und wie geht's dir? Mir geht es auch gut. Haben wir schöne Drohnenaufnahmen gemacht, Filmaufnahmen, ja. Foto. Und auf dem Berg stehen wir hier und schauen auf den See. Ja. Das sieht auch sehr wunderbar aus. Hügel meinst du? Ein großer Hügel. Das Ohr. Ja, wir sind hier auf dem Ohr. Genau. Auf dem Buchsberger Lositzer Ohr. Ich höre aber nur die Autos, die hier auf der Straße fahren. Gut, guck mal, da sind sie jetzt auf dem Amphitheater. Ja, schönes Wetter hier am Sonntag. 9. Oktober 2022. Ja, kann man aushalten. Schön warm. Also ich friere nicht. Es ist echt in der Sonne toll. Ich friere auch nicht. Wir sind jetzt hier im Amphitheater. Theater im Ohr. Hörprobe Lothar Steinfür. So, wir fahren mal wieder Elektroboot. Und hier ist mein Bootsführer. Wir sind auf dem Bärwalder See. Was sagst du denn dazu, Lothar? Ja, am 14. September war ich noch dein Steuermann. Ja, bist du ja wieder. Jetzt bin ich Bootsführer. Ist das eine Beförderung oder Degradierung? Die Beförderung. Ja. Letzte Gelegenheit zum Bootchen fahren. Morgen ist Saisonschluss. Und von da hinten sind wir losgefahren. Lothar hat jetzt quasi den Rückweg angefangen. Jedenfalls haben wir die Richtung geändert. Ja. Und hinter uns ist die Sonne. Nimm mal das Lasso. Da ist gerade ein Schwertfisch. Erzähl doch kein Märchen. Alles gut. Wir waren die letzten Kunden in dieser Saison. Für Herrn Fileck. Ja, wir haben kurz vor 18 Uhr das Boot verlassen. Und Anlegemanöver war auch okay. Niemand ist ins Wasser gefallen. Alle sind heile. Der Motor läuft auch noch, Elektromotor. Alles gut. Ciao. Ja, und der alte Tag endet so, wie der neue begann. Mit Herbstwetter. Wunderbar.